Liebe Gäste, herzlich willkommen zur Initialzündung. Wir mussten leider 3 Jahre aussetzen. Vor 3 Jahren hat eigentlich diese Veranstaltungsreihe begonnen und wegen Corona mussten wir aussetzen. Im Mai 2019 war die erste Veranstaltung, einige mögen sich vielleicht noch daran erinnern, damals war Frances Arnold zu Gast, Nobelpreisträgerin in Chemie. Ich glaube 2017 hat sie den Nobelpreis bekommen, dann kam Corona und wir mussten leider aussetzen. Insofern wird es höchste Zeit, dass wir mit der Veranstaltung wieder beginnen und sie wieder zu Leben erwecken. Besonders begrüßen will ich, er wird gerade eben noch vertratet, will ich Herrn Professor Erwin Neher vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. Er steht heute. Er steht heute natürlich komplett im Mittelpunkt, aber bevor er loslegen wird, will ich noch einige ergänzende Punkte erwähnen. So eine Veranstaltung erfordert durchaus auch immer Ressourcen und wir sind sehr dankbar, dass die Wilo Foundation, heute vertreten durch Frau Hoch und Herrn Oblender, ich verkürze das mal so einfach, da sind, denn die Wilo Foundation unterstützt diese Veranstaltung finanziell, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Und dann will ich noch ein bisschen was zu dem Ursprung dieser Veranstaltung sagen. In der Tat habe ich so ein bisschen in meinen E-Mails herumgesucht und habe eine E-Mail gefunden von Allerheiligen 2011. Da ist ja einem oftmals so ein bisschen langweilig an solchen Feiertagen. Und damals hatte ich mich mit meiner Vorgängerin Frau Gather intensiv ausgetauscht und wir waren uns damals schon einig, dass diese Universität vielleicht irgendeine Hochglanzveranstaltung brauchen könnte, dürfte, sollte, wie auch immer. Und wir sind dann relativ schnell auf den Punkt gekommen, dass eine Vortragsreihe von Nobelpreisträgern oder ähnlichen Kalibern sicherlich sehr angemessen wäre. Und es hat dann 8 Jahre gedauert, um das Ganze zum Leben zu erwecken. Aber was damals auch war, an Allerheiligen 2011, da habe ich dann durch Zufall auf dem Internet gefunden, dass Alfred Nobel eben auch mehrere Jahre in Dortmund gearbeitet hat. Das war Wikipedia, ein kleiner Eintrag. Das war aber auch damals das Einzige, was man auf dem Internet so darüber gefunden hat. Ich bin auch durch Dortmund gezogen und habe Leute gefragt, die wussten davon nichts, schlicht und ergreifend nichts. Seitdem bemüht sich insbesondere Frau Blässer, die hier vorne sitzt, so ein paar Einzelheiten zu finden und besser zu verstehen, was er hier eigentlich gemacht hat. Wir dachten aber damals schon, Nobel gilt als der Erfinder der Initialzündung, dass Initialzündung ein sehr guter Titel für diese Veranstaltungsreihe ist. Vielleicht ist ja heute der Vortrag von Herrn Neher auch so ein bisschen eine Initialzündung für manche von den jungen Leuten hier, vielleicht in der Tat eine wissenschaftliche Karriere anzuvisieren, ist ja nicht notwendigerweise die schlechteste Entscheidung. Wenn man es knapp fassen will, würde man sagen, bescheidene Bezahlung, aber zumindest Spaß im Leben. Und insofern, wie gesagt, Frau Blässer hat sich seitdem bemüht, ein bisschen Information über Alfred Nobel zu bekommen. Und die Idee ist jetzt eigentlich, wir wollen das ja regelmäßig machen, dass ich jede Veranstaltung nutze, um zumindest 2 oder 3 Minuten über das zu erzählen, was Nobel hier gemacht hat. Insofern versuche ich das mal. Wir werden im Nachgang auch irgendwie einen Flyer erstellen und das auf die Homepage bringen, damit alle Leute das auch in Dortmund wissen. So, fangen wir mal an. Alfred Nobel, brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Er hat natürlich den Nobelpreis gestiftet. So, jetzt ist der Laserpointer hier aus. Das ist immer noch aus, ist egal. Er gilt natürlich als der Erfinder des Dynamits und was vielleicht viele auch nicht wissen und was für die jungen Leute hier vielleicht auch eine gute Motivation ist, er hat sage und schreibe 350 Patente erstellt. Beachtliche Zahl. Gut, vielen ist jedoch nicht bekannt, dass Alfred Nobel eben auch hier in Dortmund tätig war. Und zwar in den 1860er Jahren regelmäßig auf der Zeche Dorstfeld arbeitete, experimentierte, herumsprengte, dadurch durchaus manche Fensterscheibe zum Zerspringen brachte. Ich habe hier einfach mal ein Bild gezeigt von der Zeche in Dorstfeld. Das Eingangsgebäude ist ja noch zu sehen, wie gesagt, keine 500 Meter von hier. Er hat dort auch
Briefe an seinen Bruder Robert verfasst. Auch das haben wir gefunden. Man sieht hier auch die Datumssignatur, wo man ganz klar sieht, Dortmund, 16. September, hat er diesen Brief abgefasst. Und das Besondere war eben auch, dass er in Dortmund das Dynamit wirklich zur Marktreife gebracht hat. Kann man sich natürlich fragen, wo hat er eigentlich gewohnt? Das ist mal eine Karte von Dortmund. Wir sind hier an der TU. Das ist hier der untere rote Punkt und wieder versagt der Laserpointer. Jetzt ist ein bisschen da zumindest. Über die B1 hinweg, hier ist der Zecheneingang. Ich hatte schon gesagt, keine 500 Meter von hier. Man findet dann in Dorstfeld in der Tat die Alfred-Nobel-Straße. Keiner weiß, warum die so heißt oder ob er dort mal gewohnt hat. Was wir aber definitiv wissen, ist, dass er mal in der sogenannten Heiden-Rünsch-Straße gewohnt hat. Und zwar, das ist hier nochmal an diesem Zeitungsartikel zu sehen, 1937 in der Herner Zeitung erschienen. Alfred Nobel, hier oben gelb markiert, Erfinder der Initialzündung. Gewohnt hat er in dieser Straße beim Bäckermeister, der war wohl auch Viehhändler Pot. Es gibt auch eine Haltestelle der Stadtbahn dort, die heißt Pot. Insofern vermuten wir einfach mal, nachdem das hier die Haltestelle ist, dass er da gewohnt hat. Das hat er allerdings nicht allzu lange durchhalten können. Dieser Bäckermeister Pot hat ihn als gefährlichen Mann identifiziert und hat ihn schlicht und ergreifend rausgeschmissen. Ja, das ist eigentlich nicht Dortmunder Art, wir sind eigentlich gastfreundlich. Wie auch immer, wo er danach gewohnt hat, war nicht so genau herauszufinden. Ich habe aber noch von Frau Plesser einen anderen Hinweis bekommen. Er hat dann wohl öfters in Hotels gelebt. Das ist ein Brief, den er mit Sophie Hess, eine Korrespondenz, die er mit ihr hatte, wo er sagt, dass er eigentlich von Berlin nach Köln fahren wollte, dass er aber krank geworden ist und deshalb in einen Zwischenstopp in Dortmund einlegen musste und dort in einem Hotel übernächtigt hat, was er einfach nur als Miserable Hotel bezeichnet hat. Herr Neher, Sie waren ja schon im Hotel, ich kann Sie beruhigen, die Hotels haben hier eine beachtliche Entwicklung genommen, das Hotel sollte eigentlich ganz anständig sein. Gut. Wenn wir schon nicht wissen, wo er genau gewohnt hat, wir sind in Dortmund, will man zumindest wissen, wo hat er sein Bier getrunken. Und in der Tat war es da wesentlich leichter, die nötige Information zu finden. Auch das haben wir ermittelt. Sein Bier hat er getrunken, das ist nicht weit weg, wo er gewohnt hat. Hier hat er gewohnt, ne? Und das hier, das sind so alle mal 50 Meter, das ist ja für Bierkonsum durchaus angenehm, dass man nicht so weit laufen muss. Und er hat sein Bier getrunken im sogenannten Haus Artmann, so sah das in den 50er Jahren aus. Das steht immer noch, ist keine Kneipe mehr, sondern ist mittlerweile ein Wohnhaus geworden, aber ich war am Sonntag noch da, das steht noch. Und dort hat nicht nur er sein Bier regelmäßig getrunken, sondern auch der Papst Pius XII. Hat dort ab und zu sein Bier getrunken, nicht gleichzeitig, ja, aber zumindest war das einigermaßen bekannt offenbar. Ist im Übrigen immer noch eine Schnapsbrennerei, die ihre Brennprodukte übers Internet vertreibt, wer daran Interesse hat. So viel, eine erste kurze Einführung zu Nobel in Dortmund. Jetzt kommen wir zu Herrn Neher. Man könnte natürlich über ihn allein einen Vortrag halten, insbesondere durch die vielen Auszeichnungen, die er bekommen hat. Ich will es hier relativ kurz machen. Er wurde, das darf man glaube ich sagen, 1944 in Landsberg am Lech geboren. Ich war mir nicht sicher, oberbayerischer Dialekt oder bayerisch-schwäbischer Dialekt. Ich bin überzeugt, bayerisch-schwäbisch. Mittlerweile werden Sie gleich hören, beispielsweise an dem prägnanten R, was uns beide verbindet. Er hat dann Physik studiert an der TU München und mit einem Stipendium ist er nach Wisconsin gegangen. 1980 hat er am Max-Planck-Institut für Psychologie promoviert. Von 1983 bis 2011 war er Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. Und 1991 hat er eben den Nobelpreis für Medizin bekommen, zusammen mit Bert Zachmann, mit dem er, glaube ich, in Göttingen zu dieser Zeit oder in den 80er Jahren eine gemeinsame Arbeitsgruppe hatte. Zahllose weitere Preise, wie beispielsweise Leibniz-Preis oder Ähnliches, will ich gar nicht im Detail aufzählen, weil wir sonst noch mehr Zeit verlieren würden und wir wollen wirklich ihm das Wort jetzt übergeben. Insofern, Herr Neher, schön, dass Sie uns besuchen und wir freuen uns alle auf Ihren Vortrag. Ja, herzlichen Dank, Herr Bayer, für diese freundliche Einführung. Sie haben den Lebenslauf gesehen.
dass ich mich seit den 70er Jahren mit Forschung im Bereich der Biophysik beschäftige. Und was ich heute darstellen will, ist, dass in dieser Zeit, in den letzten 50 Jahren, die Wissenschaft einen Kosmos von Signalen, Signalträgern in unserem Körper entdeckt hat. Nicht wahr? Wenn wir über Signale, Informationsträger nachdenken, dann kommt natürlich sofort die DNA ins Gedächtnis. Es gibt die Hormone, die im Blut zirkulieren und viele unserer Körperfunktionen regeln. Es gibt die Neurotransmitter, die mit den Nervenzellen miteinander kommunizieren über ganz bestimmte Rezeptoren, die spezifisch sind für die Neurotransmitter. Es gibt Rezeptorkinasen, Rezeptoren, die dann Signale umsetzen in biologische, in biochemische Prozesse. Es gibt Wachstumsfaktoren, die Entwicklung von Embryonen und Geweben steuern. Es gibt Interleukine, die unsere Immunabwehr steuern. Und es gibt natürlich auch die Ionenkanäle, der Gegenstand meines Vortrags heute. Ja, worauf ich hinweisen will, ist eben, dass es eine Vielzahl von Signalen, Signalträgern gibt, aber dass Ionenkanäle doch in vieler Hinsicht einzigartig sind. Einmal wissenschaftsgeschichtlich, ich glaube, es gibt vielerlei Gesichtspunkte, wo die Forschung an Ionenkanälen der Forschung anderer Signalprozesse vorausging, nicht wahr? Ionenkanäle sind auch speziell, indem ihre Wirkung in hoher zeitlicher Auflösung studiert werden kann. Ionenkanäle, wie ich erläutern werde, schalten im Millisekundenbereich Dinge an und ab. Und Ionenkanäle sind natürlich auch speziell, indem sie wesentliche Funktionen in der komplexen Informationsverarbeitung unseres Gehirns haben. Lassen Sie mich anfangen mit wissenschaftsgeschichtlichen Dingen. Das Interesse an dem, was wir heute Ionenkanäle sehen, hat sich eben gebildet vor mehr als 200 Jahren, sehr stark veranlasst durch die Experimente von Galvani und Volta. Hier ein Bild von dem Versuchsaufbau von Galvani, in dem er zeigen konnte, dass Froschmuskeln kontrahieren, wenn durch einen elektrischen Funken oder durch einen Blitz ausgelöst. Ich habe hier auch Lichtenberg aufgeführt, unseren frühen Physiker der Universität Göttingen, der durch seine Experimente die Lichtenberg-Figuren, die Bezeichnung Plus und Minus, die wir jetzt auf jeder Batterie finden, eingeführt hat für die elektrische Polarität. Wie gesagt, dieses Phänomen der Bioelektrizität, was damals ein sehr geheimnisvolles, sehr geheimnisvolles Phänomen war, hat sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und was Sie hier sehen, ist ein Bild, in dem Alessandro Volta die Wirkungsweise seiner Pila dem Napoleon erklärt, nicht wahr? Und wie eben zu sehen ist, gab es dafür hohes Interesse. Und dieses Interesse an der Bioelektrizität hat dann Wissenschaftler im 18., 19. Jahrhundert stark beschäftigt, sodass 100 Jahre später die berühmten Zeichnungen von Ramón y Cajal, dem spanischen Neuroanatom, zeigten, dass unser Gehirn aufgebaut ist aus
sehen Sie meinen? Ja. Aus diesem Netzwerk filigraner Strukturen, den Neuronen. Und heute wissen wir, dass das Gehirn ein Netzwerk von etwa 10 hoch 11 Nervenzellen ist, die miteinander über tausende von Synapsen, also Schaltstellen, verbunden sind. Ramón y Cajal hat sich auch Gedanken gemacht schon über die Signalflüsse im Nervensystem. Und wenn Sie sehr genau auf seine Zeichnungen sehen, dann sehen Sie an verschiedenen Stellen diese Pfeile, die darstellen, was seine Vorstellung vom Signalfluss im Nervensystem ist. Und er hatte doch meistens recht, obwohl alles, was er tat, war die Betrachtung von totem Gewebe im Mikroskop. Wieder 100 Jahre später hat Julius Bernstein als erster das elektrische Signal, so ähnlich den Aktionspotenzialen, also den Nervenimpulsen, abgeleitet, indem er diese komplizierte elektromechanische Maschine baute und Signale an den Enden von Muskeln und Nerven registrierte. Und was eben charakteristisch ist, diese Signale waren äußerst kurz im Millisekundenbereich und wirklich die ersten Beispiele dieser schnellen elektrischen Signalgebung, Signalleitung im Nervensystem. Julius Bernstein hat auch seine Membrantheorie formuliert, die besagt, dass diese Signale an der Membran von Nervenzellen entstehen. Jede Zelle, auch eine Nervenzelle, ist umgeben von einer Membran, eine lipidähnliche Struktur, die das Innere vom Außen elektrisch trennt. Und Julius Bernstein hat eben aus verschiedenen Erwägungen geschlossen, dass diese Membran eben das Entscheidende ist für die Signalbildung im Nerven. In den 50er Jahren haben dann die britischen Forscher Hodgkin und Huxley zeigen können, dass Aktionspotenziale, also Nervenimpulse, tatsächlich dadurch zustande kommen, dass sich die Membran kurzzeitig für die Durchlässigkeit von Ionen ändert. Und zwar für Natriumionen und Kaliumionen. Was Sie hier sehen, ist eine Abbildung aus meiner Doktorarbeit, wo ich von Nervenzellen von Schnecken abgeleitet habe, indem ich mit Mikroelektronen die Potentialdifferenz zwischen innen und außen gemessen habe und eben wie damals bekannt durch eine Reizung, also durch einen Stromfluss, der durch die Elektrode eingeführt wird, wird die Membran depolarisiert, das Membranpotential geändert. Wenn man, wenn der Stromfluss beendet wird, dann fällt die Membranspannung zurück auf das Ruhepotential von etwa minus 60, 70 Millivolt. Wenn aber durch die Reizung ein bestimmter Schwellwert überschritten wird, dann löst sich plötzlich ein Aktionspotential aus. Das heißt, es passiert das, was Hodgkin und Huxley messen konnten, nämlich die Membran wird kurzzeitig durchlässig für Natrium, da Natrium konzentriert ist im Außenmilieu und wenig Natrium innerhalb der Zelle ist, strömt Natrium ein. Dadurch wird das Innere positiv, aber nur für kurze Dauer. Es folgt dann die Leitfähigkeitserhöhung für Kalium, da Kalium anders polarisiert ist, hochkonzentriert innen, wenig in der äußeren Flüssigkeit, kommt es zu Auswärtsströmen und das Potential nimmt wieder ab. Dies war also bekannt. Aktionspotential, eine Folge von Durchlässigkeitsänderungen, Permeabilitätsänderungen in der Membran. Die große Frage, als während der Zeit, als ich meine Doktorarbeit durchführte, war, was ist der Mechanismus? Es waren die 70er Jahre, als allmählich bekannt die molekularen Prozesse aufgeschlüsselt wurden, was ist dahinter. Und Hodgkin und Huxley hatten bereits postuliert,
dass sich in der Nervenmembran Gates, Schleusen, befinden, die bei Spannungsänderungen öffnen und schließen. Es gab jedoch viele konkurrierende Erklärungen. Manche Forscher glaubten an Phasenumwandlungen in der Membran. Andere argumentierten, diese Permeabilitätsänderungen sind so spezifisch für bestimmte Ionen, dass nicht einfach eine Schleuse öffnen und schließen kann, sondern dass komplexere Mechanismen dahinterstehen müssen, wie zum Beispiel die, was bekannt war von sogenannten Ionen-Carriern, also Molekülen, die im Huckepack Ionen über die Membran schaffen. In dieser Situation wollten wir, das ist Bert Zachmann und ich, das Hodgkin-Huxley-Modell beweisen durch den Nachweis diskreter Stromänderungen, wenn diese Schleusen öffnen und schließen. Nicht wahr? Wir hatten aber ein Problem, nämlich alle verfügbaren Methoden zur Messung von Strömen in biologischen Geweben waren zu unempfindlich, denn wir mussten erwarten, dass diese Ströme durch einzelne Poren doch sehr klein sein müssen, aufgrund bestimmter Überlegungen. Wir mussten also eine Methode entwickeln, die eine etwas hundertfach höhere Auflösung hat als alles, was damals an Messverfahren existierte, um Ströme und Spannungen in biologischem Gewebe zu messen. Augenblick. Ja, unsere Idee war, was heute als sogenannte Patchlam-Technik bekannt ist, nämlich nicht wie üblich mit spitzen Mikroelektroden in Zellen einzustechen, wie ich das auch in meiner Doktorarbeit gemacht habe, sondern etwas größere Glaspipetten berührend auf die Zelloberfläche aufzusetzen, um einen kleinen Membranbereich, englisch einen Patch, für die elektrische Messung zu isolieren. Hier in der Vergrößerung nochmal diese Vorstellung dargestellt, die Messelektrode, die Membran und auf der Membran ein Ionenkanal, also eine Pore, die öffnen und schließen kann, daran angeschlossen, ein elektrischer Verstärker, der dann, so hofften wir, diese schrittartigen Stromänderungen aufzeichnet. Und wir hatten Glück, es scheint jetzt sehr einfach, aber wir mussten natürlich eine Reihe von Problemen lösen, bis wir so weit waren, dass wir tatsächlich schrittartige Stromänderungen messen konnten, allerdings überlagert von einem relativ großen Rauschen. Das eigentliche Problem, was wir überwinden mussten, war, einen guten Kontakt herzustellen zwischen der Messpipette und der Membran. Und dies ist uns auch dann einige Jahre später gelungen. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass natürlich mein Interesse von meiner Doktorarbeit her am Nervenimpuls, an den elektrisch erregbaren Kanälen, die lag, die elektrisch an- und abschalten. Aber Bert Zachmann hat mich überzeugt, dass wir sehr besser zum Ziel kommen könnten, wenn wir nicht diese Art der kanalvermittelten Signalgebung studieren, sondern die sogenannte chemische Erregbarkeit. Es war ja auch schon bekannt, dass zum Beispiel an der Nervmuskel Kontaktstelle der Nerv eine Substanz abscheidet, das sogenannte Acetylcholin, was dann auf der Muskelmembran zur eine Leitfähigkeit auslöst, Ströme auslöst, nicht wahr? Und über diesen Mechanismus wusste man relativ viel Bescheid schon. Vor allem hatte man Vorstellungen, wie groß die Beiträge einzelner solcher Kanäle, die also aufgrund des Neurotransmitters Acetylcholin schalten, wie groß die sein sollte. Nun, ich erwähnte schon, es ist uns dann gelungen, die Methode noch zu verbessern, sodass nach etwa ab 1980 wir dieses Auf und Ab der Ströme durch das Anschalten, Abschalten der Kanäle sehr gut aufgelöst messen konnten.
Die Biochemie hatte zwischendurch auch große Fortschritte gemacht und es war Biochemikern gelungen, sogenannte Acetylcholinrezeptoren aus der Muskelmembran zu isolieren, Proteinmoleküle, die in die Membran eingebettet sind, die eine Konformationsänderung durchführen können, vor allem eben nach Bindung von Acetylcholin eine Konformation einnehmen, in der der Ladungsfluss durch Kanäle möglich ist. Kurze Zeit später gelang es dann auch meinem damaligen Mitarbeiter Fred Sigworth, das zu erreichen, was eigentlich mein Interesse war, nämlich der Nachweis, dass die elektrische Erregbarkeit, das Schalten, was zum Aktionspotenzial führt, durch solche Kanäle gewährleistet wird. Und dazu hat Fred, wie Hodgkin-Huxley auch, die Membran depolarisiert und konnte dann bei einzelnen, bei wiederholter Stimulierung immer diese kleinen negativen Schwankungen registrieren, die eben das Schalten der Ionenkanäle widerspiegelt. Und wenn man viele solche Einzelspuren von einzelnen Kanälen aufsummiert und Mittelwert bildet, dann erhält man die Einwärtsströme, wie sie typischerweise von Hodgkin-Huxley in den 50er Jahren gemessen wurden. Nun, damit war sozusagen bewiesen, dass sowohl die elektrische als auch die chemische Erregbarkeit durch diskret schaltende Ionenkanäle vermittelt wird. Und es war auch so, dass damit zum ersten Mal Strukturänderungen des einzelnen Makromoleküls in Echtzeit beobachtet werden konnten. Damit war praktisch erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Und wir hatten eigentlich gar nicht viel weiter gedacht, als dass diese Ionenkanäle wichtig sein sollten für den Nervenimpuls, wichtig sein sollten für die neuromuskuläre Übertragung. Aber es gab dann eben mit der Verfügbarkeit der Technik eine ganze Menge an Überraschungen. Nämlich die erste Überraschung, dass das Repertoire an Ionenkanälen keineswegs beschränkt ist auf Natriumkanäle, Kaliumkanäle, Acetylcholinkanäle und so weiter, sondern dass die verschiedensten Typen von Ionenkanäle verschiedenste Aufgaben in nahezu allen Zelltypen des menschlichen Körpers wahrnehmen. Nicht wahr? Ich möchte die nicht alle aufzählen, aber es gibt zum Beispiel Befunde, dass defekte, bestimmte Art von Kanälen, wenn sie defekt sind, die Regulation des Knochenwachstums nicht richtig machen und dadurch zum Beispiel zur Zwergwüchsigkeit führen können. Es ist natürlich klar, dass immer wenn die Umsetzung einer physikalischen Größe, sei es Licht oder Schall, in elektrische Impulse stattfinden muss in unseren Sinnesorganen, dass dann Ionenkanäle beteiligt sind. Und diese Ionenkanäle kommen in den verschiedensten Variationen. Einmal was ihre Ionenspezifität betrifft. Es gibt die hochnatriumspezifischen Kanäle, wie sie im Nervenimpuls aktiv sind, Kaliumkanäle. Es gibt vor allem eine Vielzahl von Kanälen, die dann Calciumionen permieren lassen. Und dies ist ein besonderes Signal in dem Sinn, dass Calcium, wenn es in die Zelle eintritt, dort im inneren Zellleerraum eine Vielzahl von chemischen, biochemischen Reaktionen auslöst. Nicht wahr? Es gibt auch relativ unspezifische Kanäle, nicht wahr? Und verschiedene andere Kombinationen. Was die Auslösung der Öffnung anbelangt, gibt es wiederum eine Menge an Dingen, also Membranspannung für die elektrische Erregbarkeit, der Neurotransmitter für die chemische Erregbarkeit, mechanische Dehnung kann Ionenkanäle öffnen oder schließen. Nicht wahr? Da komme ich noch darauf zurück. Es können Hormone, Duftstoffe, sekundäre Botenstoffe, Hitze und Kälte. Für all diese Modalitäten
gibt es Typen von Ionenkanälen, die diese Signalprozesse vermitteln. Wenn man heute wie üblich auf das Genom blickt und aufzeichnet, wie sich die verschiedenen Arten der Ionenkanäle entwicklungsgeschichtlich entwickelt haben, dann stellt man fest, dass bis zu etwa 200 Sequenzen im menschlichen Genom für Ionenkanäle kodieren. Jeder Endpunkt aus diesem Entwicklungsbaum stellt eines dieser Gene dar, die eben Ionenkanäle produzieren. Und wie gesagt, es sind nicht nur wenige, wie wir vermuteten, als wir unsere Experimente begannen, sondern es sind einige hundert, wenn nicht mehr. Okay, die zweite Überraschung war, dass Ionenkanäle Angriffspunkte für Medikamente sind. Ich kann hier, und zwar in dem Sinn, dass sie Ionenkanäle modulieren in ihrem Öffnungsschließverhalten, entweder die Öffnung bewirken oder die Öffnung verhindern oder auch den offenen Kanal einfach blockieren. Und solche Modulatoren sind in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt worden. Ich habe hier nur einige Namen von den Medikamenten genannt, die vielfältige Anwendungen als Schlafmittel, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel, Antidiabetika, Schmerzmittel und so weiter wahrnehmen. Es gibt auch ein Medikament, Memantin, das zweithäufigst verschriebene Mittel zur Linderung von Symptomen der Alzheimer'schen Krankheit ist. Also es ist kein Heilmittel für Alzheimer'sche Krankheit, aber es hilft den Patienten, besser mit den Symptomen zurechtzukommen. Und dies ist auch ein Blocker eines ganz bestimmten Typs von Glutamatkanälen im Gehirn. Eine dritte Überraschung. Defekte Ionenkanäle verursachen Krankheiten. Ich habe hier einige aufgeführt, Herzrhythmusstörungen und so weiter. Eine Mutation eines Natriumkanals, was zu Herzrhythmusstörungen führt, ist hier illustriert. Sie erinnern sich vielleicht an das Bild, was ich zeigte über das Experiment von meinem Mitarbeiter Fred Sigworth, der schrittartigen Einwärtsströme nach Depolarisation der Membran feststellen konnte. Solche Signale sieht man auch normalerweise im Herzmuskel. Wenn aber ein bestimmter Kanal eine bestimmte Mutation aufweist, dann stellt man fest, dass die Öffnungsdauern nicht kurz sind, sondern länger sind und auch zu verschiedenen, nicht so konzentriert auf den Beginn der Reizung öffnen, sondern über längere Zeit öffnen. Im Mittel führt es dann zu einem verlangsamten Abfall des Natriumstroms, was eben dann dazu führt, dass die Kontraktion des Herzmuskels außer Tritt gerät und Herzrhythmusstörungen auftreten können. Ein interessantes Beispiel einer sogenannten Kanalpathologie, also einer Pathologie, die durch Mutationen von Ionenkanälen verursacht wird, ist die Mukoviszidose. Hier beschrieben als ein Paradigma für personalisierte Medizin. Warum oder was ist dahinter? Die Krankheit wird verursacht durch die Mutation eines Transportproteins für Chloridionen, was zu defekter Schleimabsonderung führt. In der menschlichen Population wurden bislang mehr als 2000 Varianten von Mutationen in diesem einen Gen nachgewiesen. 350 davon
sind mit schweren klinischen Symptomen behaftet, sodass häufig Jugendliche, also Menschen, die mit diesen Mutationen geboren werden, schon im jugendlichen Alter sterben. Ein erstes Medikament, was aufgrund des Wissens über dieses Transportprotein auf den Markt kam, Kalydeco, konnte leider nur bei 2% der Patienten Wirkung entwickeln. Der Grund dafür war, dass die Mehrheit der Mutationen dazu führt, dass das Protein überhaupt nicht an seinen Zielort gelangt, sondern bereits, nachdem es in der Zelle synthetisiert wurde, bereits wieder abgebaut wird, degradiert wird und somit eben gar keine Wirkung entfalten konnte, selbst wenn diese durch das Medikament erhöht wäre. Nicht wahr? Es hat dann dazu geführt, dass weitere Forschung über die Biosynthese dieses Moleküls, vor allem den Weg des Moleküls vom Zellinneren zur Plasmamembran, ein besseres Verständnis dazu führte dann zu einem zweiten Medikament, nämlich Trifacta, was in Kombination mit dem Kalydeco nun inzwischen für 90% der Patienten Hilfe bereitet. Ja, wie schon erwähnt, sind etwa 200 unserer Gene, die für Ionenkanäle transkodieren und Hunderte, wenn nicht Tausende von Krankheitsgenen sind inzwischen bekannt. Ein weiteres Beispiel noch über die Folgen oder die medizinische, pharmakologische Relevanz der Ionenkanalforschung, nämlich die Behandlung von frühkindlichem Diabetes. Es ist Kinder, die von dieser Krankheit frühkindliches Diabetes betroffen sind, benötigten in der Vergangenheit Insulininjektionen von Geburt an. Der Grund war eine Fehlregulation eines Kaliumkanals in den Inselzellen des Pankreas. Was Sie hier sehen, ist eine Röntgenstrukturaufnahme eines solchen Proteins, was einen zentralen Teil hat, der ein kaliumspezifischer Ionenkanal ist. Sie sehen hier die Pore in der Draufsicht, umgeben von 4 regulatorischen Einheiten, und Mutationen in diesen regulatorischen Einheiten führen dazu, dass der Kanal seine Funktion nicht wahrnehmen kann. Eine britische Forschergruppe, hier aufgeführt aus Oxford, entwickelte daraufhin eine medikamentöse Behandlung der Krankheit, was Insulininjektionen erübrigt. Ja, in den 90er Jahren wurde eine ganze Klasse von zuvor unbekannten, unvermuteten Ionenkanälen entdeckt, nämlich die sogenannten TRP-Kanäle. Ich kann nicht weiter auf die einzelnen TRP-Kanäle eingehen, möchte nur hier erwähnen, dass diese Klasse von Kanälen in vielen Körperteilen, in vielen Geweben, Organen exprimiert ist und eben Mutationen der Kanäle eine Vielzahl von Krankheiten verantworten. Sind hier aufgeführt. Ich kann nicht auf die einzelnen Dinge eingehen, möchte aber zum Schluss noch darlegen, dass natürlich der Nobelpreis des letzten Jahres, 2021, vergeben wurde an zwei Kollegen, die an Ionenkanälen forschen, nämlich David Julius, der
den sogenannten TRIP-V1-Kanal entdeckt hat, und Ardem Patapoutian, der einen Kanal entdeckt hat, der für Dehnung und Berührung verantwortlich ist. Sie wissen ja, dass in unserer Haut und auch in vielen anderen Organen eine große Zahl von spezialisierten sensorischen Organen sind. Darunter eben auch in den Nervenendigungen Ionenkanäle, die auf Temperatur reagieren, die entweder bei Hitze oder Kälte an- und abschalten. Es gibt eine ganze Reihe solcher temperaturabhängiger Kanäle, alle aus dieser Familie der TRP-Kanäle. TRIP-V1, der erste temperaturabhängige Vertreter dieser Klasse, der bekannt wurde und der eben zum Nobelpreis im letzten Jahr führte, öffnet nur bei sehr hohen Temperaturen, ist sozusagen ein Hitzesensor. Andere Kanäle wie TRIP-A1 schließt, öffnet bei sehr kalten Temperaturen, schließt bereits bei 10, 15 Grad. Zusammen decken diese TRP-Kanäle den ganzen Bereich der physiologischen Wahrnehmung von Temperatur ab, nicht wahr? Meine Überschrift hier verspricht eine Überraschung. Was ist die Überraschung? Nun, die Überraschung kam, als Forscher feststellten, dass nicht nur Temperatur diese Kanäle beeinflusst, sondern auch bestimmte Substanzen. Und es ist nicht verwunderlich, dass dieser Kanal TRIP-V1 besonders gut geöffnet wird durch Capsaicin, ein Extrakt aus der Paprika, nicht wahr? Andererseits Menthol, Extrakt aus der Minze, den TRIP-A1-Kanal öffnet, der uns kalte Empfindung signalisiert. Dies führte also zum Verständnis nicht nur der Temperaturwahrnehmung, sondern, worauf ich jetzt auch nicht näher eingehen kann, auch Schmerzempfindung und eine Reihe anderer Empfindungen. Nobelpreis 2021, Ionenkanäle für die Wahrnehmung von Berührung, Dehnung und mechanischer Spannung. Aber nicht nur trivial, natürlich, wenn wir etwas berühren, dann dehnen sich irgendwelche Bereiche unseres Gewebes. Aber die Rolle, dies wird von Herrn Patapoutian entdeckten Kanälen wahrgenommen. Aber es geht eben nicht nur um diese Dehnung, sondern auch die Blutdruckregelung basiert auf Sensoren, die solche Kanäle mit beinhalten. Die Spannung von Muskeln und Sehnen für einen vernünftigen Bewegungsablauf ist auch in höchstem Grade abhängig von den Dehnungssensoren in unserem Körper, die praktisch in jedem Muskel, in jeder Sehne sind. Wie ich schon erwähnte, ist das Knochenwachstum abhängig von Signalen, die über solche Kanäle, also mechanischen Belastung, die über solche Kanäle vom Zentralnervensystem wahrgenommen werden. Schließlich auch Gefäßbildung. Die gesamte Embryogenese wäre nicht möglich, wenn diese Kanäle nicht existieren würden. Gut, lassen Sie mich zurückkommen zu meiner ersten Folie. Es ist also ein Kosmos von Signalen, der in den letzten 50 Jahren entdeckt wurde. Wie gesagt, Ionenkanäle als wichtige Bestandteile, die zusammen mit vielen anderen Signalprozessen dazu führen,
dass wir unsere Umwelt wahrnehmen können, dass wir uns vernünftig verhalten können. Ja, ich möchte nicht schließen, ohne noch darauf zurückzukommen, dass natürlich die Patchlim-Technik entwickelt worden ist, zunächst zusammen mit Bert Sackmann und dann später mit einer Reihe von Wissenschaftlern, Kollegen, die sich unserem Labor angeschlossen haben, vor allem Fred Sigworth, den ich zweimal erwähnt habe schon, Alain Marty aus Paris und Owen Hamill, inzwischen Professor in Galveston, Texas. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.